Herzlich willkommen bei Raspberry Co. Heute habe ich das brandneue Wernie Mars Pro zum Review da. Wernie selber nennt es das kosteneffektivste Flaggschiff. Naja, gut, das ist ein Mittelklass-Smartphone, würde ich mal behaupten. Und möglicherweise haben sie auch recht mit dem kosteneffektiven Flaggschiff, weil dieses Teil ist wirklich günstig für nicht mal 200 Euro. Je nachdem, wie es im Angebot ist, sogar deutlich unter 200 Euro. Und wir haben hier wirklich super Komponenten. Wir haben zum Beispiel 6 GB Arbeitsspeicher, ein Octa-Core mit 2,5 GHz, aber dazu kommen wir gleich. So, jetzt packen wir mal den Wernie Mars Pro aus der Verpackung aus. Hier an erster Stelle haben wir das Smartphone. Jawohl. Dann schauen wir mal weiter drunter. Hier haben wir ein Schnellladenetzteil. Dazu passend das USB-Kabel zu USB-C. Nämlich, das Smartphone hat nämlich einen USB-C-Anschluss hier unten. Das ist eigentlich ganz cool. Da muss man nicht wissen, in welche Richtung man das einstecken muss. Geht in beide Richtungen. Dann haben wir hier ein SIM-Werkzeug und noch so einen Quick-Starter-Guide, übrigens auch auf Deutsch. Ja, das war es eigentlich auch schon von den Inhalten. Schauen wir uns nun das Smartphone etwas genauer von außen an. Dazu drehe ich erstmal das Smartphone um. Hier sehen wir ein Metallgehäuse, also komplett umrum, auch über die Kanten hinaus. Und oben und auf der linken Seite, unterer Seite, alles sehr schön verarbeitet, komplett aus Metall. Man hat hier keine scharfen Kanten oder sonst was, ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Qualitativ hochwertig. Auf der Vorderseite haben wir ein Gorilla Glas 3, ist kratzfest und auch nicht so fingerabdruckanfällig. Finde ich sehr, sehr gut, das Glas. Hier auf der rechten Seite haben wir hier einen Fingerabdrucksensor, recht ungewöhnlich. Normalerweise ist es entweder auf der Rückseite oder eben unten. Hier entsperrt man im Prinzip das dann mit dem Daumen mit der rechten Hand oder wenn man es in der linken Hand hat, am besten mit dem Zeigefinger. Ob das gut funktioniert, werde ich gleich mal zeigen. Gerade eben habe ich es auch schon mal entsperrt, hat funktioniert. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschaltknopf und den Lautstärkeregler. Auf der Oberseite haben wir den AUX- bzw. Klinkenanschluss. Auf der Unterseite haben wir den USB-C-Anschluss zum Laden oder zum Verbinden am Computer, ein Mikrofon und den Lautsprecher. Hier oben haben wir auf der Vorderseite eine 5-Megapixel-Kamera und auf der Rückseite haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit Flashlight. Ja, das war es eigentlich auch schon alles von außen. Wie schon erwähnt, hat das Wernie Mars Pro Smartphone hier auf der linken Seite ein Dual-SIM-Kartenfach. Das werde ich jetzt mal öffnen mit dem SIM-Werkzeug. Ich steche hier einfach mal in das Loch rein und dann kann man das SIM-Kartenfach hinausziehen. Hier ist immer wichtig die Frage, was für SIM-Karten passen rein. Wir haben hier zwei Fächer. Auf der rechten Seite können wir eine Micro-SIM einlegen, auf der linken Seite eine Nano-SIM. Auf der linken Seite kann man übrigens auch eine Micro-SD-Karte einlegen. Also man hat die Wahl zwischen einem Micro-SD plus Micro-SIM oder eine Nano-SIM plus Micro-SIM. Die Micro-SD-Karte kann bis zu 256 GB groß sein. Also da kann man gut aufrüsten, was den Speicherplatz angeht. Ich habe das Smartphone schon eingerichtet. Die Einrichtung ist wirklich einfach. Es wird gleich am Anfang die Sprache abgefragt. Da kann man alles auf Deutsch stellen. Und dann werden einfach nur noch ein paar Kleinigkeiten abgefragt. Ich denke mal, das ist alles selbsterklärend. Ja, schauen wir uns mal das Handy etwas genauer an. Gehen wir mal unter den Einstellungen ganz runter. Da sehen wir, dass wir ein Android 7.0 System haben. Allerdings drüber liegend so eine Eigenversion von Wernie, nennt sich VOS und das in der Version 1.0.0. Ja, ich habe mal auch ein Benchmark-Programm installiert, AnTuTu. Und habe hier schon den Wert ausrechnen lassen. Vielleicht kennt ihr das. Er berechnet im Prinzip die Stärke eines Smartphones ausgedrückt in Zahlen. Und hier hat der Mars Pro einen Wert von 61.793. Und das ist ein recht hoher Wert für so ein Mittelklasse-Handy. Also hier haben wir wirklich ein Top-Smartphone. Können wir mal hier die Werte etwas genauer anschauen. Da sieht man speziell, die CPU hat sehr viel Power. Auch die 3D-Werte sind sehr, sehr gut und die RAM-Werte sind auch ziemlich hoch. Ja klar, was haben wir denn hier für Komponenten, dass überhaupt so ein Wert zustande kommt? Wir haben hier ein Octa-Core mit 2,5 GHz.
Und außerdem haben wir 6 GB RAM Arbeitsspeicher, was recht viel ist. An Speicherplatz haben wir 64 GB, also genug Platz für Musik, Apps und so weiter und so fort. Wir haben eine Diagonale von 5,5 Zoll, also das Display ist 5,5 Zoll groß. Muss man natürlich mögen. Ich denke mal, normal hier in Deutschland sind eher so 5 Zoll Displays. Ich habe mich mittlerweile an so ein 5,5 Zoll Display gewöhnt und finde es richtig gut. Ja, wir haben hier ein Full HD Display in der Auflösung von 1920x1080. Ansonsten ist auch ganz wichtig das LTE Band 20. Das hat nämlich das Verne Mars Pro. Das bedeutet, in ländlichen Gegenden sollte man auch kein Problem mit dem LTE Empfang haben. Das wird häufig nicht verbaut bei China-Handys, das LTE Band 20 bzw. das Frequenzband 800 MHz. Aber hier brauchen wir uns keine Sorgen machen, wir werden mit diesem Teil sehr guten Empfang haben. Wir haben hier also sehr gute Komponenten verbaut. Das Einzige, was mich wundert, ist die alte Bluetooth-Version. Wir haben die Version 4.0 und das ist schon sehr alt. Okay. Dann schauen wir mal auf der Seite diesen Fingerprint-Sensor mal genauer an. Den konnte man übrigens bei der Einrichtung gleich mit einrichten oder man macht es halt nachher oder im Anschluss in den Einstellungen unter Sicherheit. Gut, schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Dazu nehme ich mal das Smartphone in die rechte Hand. Ich habe meinen Daumen mittlerweile schon eingerichtet. Dann werde ich es immer wieder entsperren mit dem Daumen. Gut, das hat schon einmal geklappt. Dann mache ich es wieder aus. Hat auch geklappt. Jetzt hat es mal nicht geklappt. Jetzt hat es wieder geklappt. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Okay, funktioniert an sich okay. Ich habe aber schon deutlich Besseres gesehen. Aber ich denke mal, es ist auch gar nicht so leicht, so einen Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite zu platzieren, da man hier deutlich weniger Platz hat. Auf der Rückseite, zum Beispiel mit dem Zeigefinger, finde ich das immer am allerbesten. Da klappt es zum Beispiel bei einem Xiaomi-Smartphone oder auch letztens getestet beim Elephone P8 Mini. Da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Hier, ja, sage ich mal, ich würde mal behaupten, zu 70-80% klappt das. Ist jetzt nicht der Top-Wert, aber hat auch seinen Charme, das Smartphone so entsperren zu können. Einfach in die Hand nehmen, Daumen hin und fertig. Ich habe mal das Spiel Need for Speed No Limits installiert, um mal die Spieltauglichkeit zu testen. Und jetzt starten wir mal das Spiel und spielen eine ganz kleine Runde. Ja, wie man sieht, ist das Spielen überhaupt kein Problem. Es läuft sehr flüssig, die Grafik ist super. Also mit dem Verne Mars Pro sind auch grafikintensive Spiele überhaupt kein Problem. Schauen wir uns zum Schluss noch die Kamera-App an und wie die Qualität der Bilder ist. Dazu öffnen wir die Kamera-App. Ich habe im Hintergrund mal einen Quadrocopter aufgestellt und habe den mal fotografiert. Ich werde jetzt mal die Bilder schon einblenden. Ich habe schon ein paar Bilder geschossen. Ja, da könnt ihr euch selber mal ein Bild machen von der Qualität. Ich finde die Bilder sehr, sehr gut. Bei guter Beleuchtung hat man überhaupt keine Probleme. Da sind die Bilder gestochen scharf. Bei Dunkelheit fängt das Rauschen dann doch relativ schnell an. Ja, dann schauen wir uns mal die App etwas genauer an. Unten kann man wechseln zwischen dem Bildmodus und dem Videomodus. Hier rechts unten kann man noch so einen Filter drüber legen. Ja, sieht man hier diese ganzen Filter. Rechts oben kann man wechseln zwischen Front- und Selfie-Kamera. Ich meinte Back- oder Hauptkamera und Selfie-Kamera. Dann kann man hier den HDR-Modus einschalten. Da muss man nur darauf achten, dass man das Smartphone möglichst ruhig hält, wenn man den HDR-Modus verwendet. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Blitzlicht anzuschalten, entweder auf automatisch aus oder an. Und hier links oben kann man alle Einstellungen von der Kamera einstellen. Mittel ist der normale Modus, keine Ahnung, warum das Mittel heißt. Und Panorama-Modus, ja klar, da kann man einen
Panoramabild machen. Hier bei den Zahnrädchen kann man dann genauere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel den Autofokus auf Einzelpunkt oder Mehrfachbereich oder Mehrbereich. Dann kann man hier Szenenmodus auswählen, zum Beispiel auch Nachtaufnahme, dann wird die Nachtaufnahme ein bisschen besser. Trotzdem braucht die Kamera schon eine relativ gute Beleuchtung, dass gute Fotos dabei rauskommen. Ja, Selbstauslöser und solche Sachen sind natürlich auch dabei und die Auflösung kann hier auch geändert werden. Die höchste Auflösung von der Backkamera ist 13 Megapixel in einer Auflösung von 4864x2736. Das ist schon eine sehr hohe Auflösung und das werdet ihr auch jetzt gleich oder habe ich schon als Bilder eingeblendet, wie die Bilder geworden sind. Ja, das war es eigentlich auch schon zur Kamera-App und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Review. Habe schon alles Mögliche gezeigt. Kommen wir zum Schluss dann noch zum Fazit. Wie bei mittlerweile vielen China-Smartphones ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch beim Burnie Mars Pro sehr gut. Man bekommt das Smartphone für etwa 192 Euro und dafür bekommt man viel geboten. Zurzeit, während der Aufnahme des Videos, läuft auf gearbest.com ein absolutes Hammerangebot. Sowohl das schwarze als auch das graue Burnie Mars Pro bekommt man für kurze Zeit für 157,80 €. Es gibt kaum Negatives zu erzählen. Ich würde sagen, für 157 Euro bekommt man tatsächlich das kosteneffektivste Flaggschiff in dieser Preisregion. Wie immer habe ich einen Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Ich verlinke auf gearbest, da dort der Preis am besten ist. Falls du dich für dieses Smartphone entschieden hast, dann wähle bei der Versandmethode Standard Shipping Germany Priority Line. Da kannst du dir auch sicher sein, dass du keine Zollkosten zahlen musst. Ein paar Euro für Versandkosten kommen auf, aber dafür bekommst du es nach ungefähr 2 Wochen geliefert. Und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Raspberry & Co. Tschüss!